Es ist Montagabend, 18 Uhr und es ist Zeit für eine neue Folge Grid 2 Online. Ja, wir haben schon lange nicht mehr gespielt, also ich habe vor allem lange nicht mehr gespielt. Und zumindest in der Aufnahme lange nicht mehr gespielt. Ich habe mir gestern noch mal Grid 2 kurz zur Genüge gefühlt, bin 2-3 Rennen gefahren. Und was soll ich sagen? Viel hat sich nicht verbessert. Auf kurz und knapp gesagt, es hat sich gar nichts verbessert. Ich hatte teilweise wieder... Ja, Rennen beendet, niemand. Ich hatte teilweise wieder extreme Lags und werde mir das jetzt noch ein einziges Mal angucken. Ich glaube, ich habe mich damit jetzt schon genug beschäftigt und genug aufgeregt. Und wie gesagt, ich werde mir das jetzt heute nochmal angucken. Und sollte es nicht besser geworden sein, sollte es jetzt, sollte es sich nicht verbessert haben. Was ich mal nicht glaube, weil wie gesagt, gestern war es noch richtiger Müll. Zumindest teilweise ab und zu mal zwischendurch. Aber selbst dieses teilweise ab und zu mal zwischendurch kann, wie soll man das sagen? Kann einen umhauen. Ganz einfach. Mach einfach mal ein Veto. Und ja, wie gesagt, also ich war gestern schon wieder kurz vor knapp auf 180. Und mir hat es einfach gelangt. Ja. Also ich hoffe, ihr könnt es verstehen, dass wenn man auch besser fährt wie die anderen, urplötzlich der eine einen dann überholt, weil man mal eben ein Standbild von einer Sekunde hat. Da ist für mich einfach keine Relevanz drin, also keine, ja, wie soll man es erzählen? Also für mich ist es einfach nicht tragbar. Für ein Spiel, was einen Haufen Kohle kostet, dass das dann irgendwie so in die Hose geht. Ich weiß gar nicht, was erfahren. Hätte ich vielleicht mal noch warten sollen. Und ja, wir konzentrieren uns jetzt davon mal die 30 Minuten oder vielleicht was länger auf das Spiel und analysieren es dann. Alles klar, es ist in 5 Minuten Zeit dran. Oho, wir starten fast als letzter. Und es gibt eine Neuerung in dem Spiel und zwar werden neben den Namen jetzt Flaggen angezeigt. Und zwar sehen wir dadurch, welcher Fahrer aus welchem Land kommt. Ja, ist interessant, aber ist kein unbedingtes natürlich. Vielen Dank für den Scheiß, du Idiot. Es gibt kein unbedingtes natürlich. Jetzt habe ich abgekürzt. Nee, doch nicht. Also es ist kein Muss, ja. Anstatt so einen Müll reinzubringen, sollten sie sich mal lieber darauf konzentrieren, die Spiele vernünftig bugfrei zu kriegen. Ob das jetzt wirklich ein Bug ist oder ob es an der Grafikkarte liegt, kann ich nicht sagen. Möchte ich jetzt auch nicht drüber rätseln. Aber wie gesagt, es gibt Leute mit der gleichen Grafikkarte, die halt keinerlei Probleme haben. Vielleicht liegt sie auch am AMD-Prozessor. Und aber selbst das glaube ich nicht, weil das wäre ja ein bisschen zu hoch gegriffen. Ja, wir müssen jetzt 5 Minuten mit den Gegnern prügeln. Und wie gesagt, ich bin 2-3 Rennen gefahren und muss ehrlich sagen, ich habe es verlernt in der Zeit, in der ich jetzt gar nicht gefahren bin. Vor allem in der Zeit, wo du auch noch Need for Speed spielst, das ist ein ganz klein bisschen anders. Ein ganz klein bisschen hoch ab. Alles klar, du verlierst, mein Freund, du verlierst, das ist dir hoffentlich klar. Wie hat der mich denn jetzt bitte überholt? Sag ich nicht so. Das ist mir jetzt gerade zu doof. Wie auch immer, der von links urplötzlich nach rechts wechselt. Komm schon. Ja, wie der urplötzlich nach rechts wechseln konnte. Und natürlich. Von 1 auf 7 innerhalb von 20 Sekunden. Aber wie gesagt, jetzt muss mir das ja jemand erklären, wie der bitte von links urplötzlich nach rechts wechseln konnte und mich dabei auch noch überholt. Hallo? Wie geht sowas? Logik nicht vorhanden, ich weiß.
Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt mal wieder das Feld von hinten aufräumen. Das wird verdammt schwer. Da der Wagen jetzt auch nicht so Bombe ist, geht vor allem gegenüber den Wagen, die eigentlich vor mir fahren. Da fährt ein Caterhelm, da fährt. Gute Frage, nächste Frage, was hier alles fährt. Und das ist ein Caterhelm und der fährt Aerial Atom, glaube ich, ist das. Ich kann mich jetzt auch irren. Wenn wir mal. Nein! Nein, 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 komm, rum. Jawohl. Ah, wir fahren nur noch 2,5 Minuten. Auf jeden Fall sind sie auf der Geraden schneller, das werden wir jetzt gleich sehen, wie sie mir wegziehen. Und ich komme ehrlich gesagt immer noch nicht darüber hinweg, warum, wieso, weshalb der Kerl mich überholen konnte. Fragen über Fragen. Genau, erstmal haut der Wagen jetzt ab, das ist schön. Natürlich kürze ich dann auch noch ab. Ach komm schon. Ach komm. Ja, was soll ich denn machen? Ich konnte ja nicht einfach wieder zurück auf die Fahrbahn ziehen. Dieses Spiel. Und für mich war das eine Verlängerung, weil ich bin ja schließlich nicht vor den auf die Straße gekommen, sondern dahinter bin. Also wirklich Zeit gut gemacht habe ich jetzt auch nicht. Abgekürzt. Ja, ihr zwei seid Helden ohne Spaß. Also, wir haben noch 1,15. Und Spaß, das regt mich immer noch auf. Diese Überholung, das geht gar nicht, ja, das geht nicht. Wieso, weshalb, warum konnte er das machen? Vor allem, wie hat er das geschafft? Ja, wahrscheinlich hat er sich zurücksetzen lassen, aber warum fährt er genauso schnell weiter, wenn er sich zurücksetzen lässt, als wenn er sich nicht zurücksetzen lassen hat? Alter, das gibt's nicht. Das sind, ja, ich weiß nicht. Ja, vor allem, ich habe jetzt wieder extrem viel Zeit verloren gehabt vorhin. Dadurch, dass ich mal wieder irgendwie einen Abflug gemacht habe. Ja, aber wie gesagt, bin nicht mehr so der tolle Fahrer. Das kommt halt davon, wenn es zu selten spielt. Soll ich denn jetzt mit den 30 Sekunden im Fach rasieren? Ja. Naja, es ist eine 5-Minuten-Zeichnung. Ne? Na, komm, runter mit dem Arsch. Runter mit dem Arsch, runter mit dem Arsch. Hätte ich auch abkürzen können. Hätte wahrscheinlich genauso lange gedauert, wie der wahrscheinlich sogar schneller geht. Gibt's, 11 Sekunden haben wir noch. Und das erste Rennen mit euch mal wieder direkt auf Platz 4. Ich glaube, das ist abgekürzt, war klar. Das ist, glaube ich, das beste Ergebnis, was ich jetzt in den letzten zwei Rennen gehabt habe. Okay, der Helm und ein Atom vor uns, habe ich ja gesagt. Oh, nein, ich möchte das nicht verlassen. Vor allem, zumindest habe ich das Gefühl, wenn das Rennen beendet ist, dass der relativ lange braucht, um wieder zurück in die Lobby zu switchen. Warum, wieso, weshalb? Kann ich euch nicht sagen. Und wir haben schon wieder die Errungenschaft ausverkauft, 10 von 20 erreicht. Keine Ahnung, ich glaube, den haben wir nicht im Rennen bis jetzt gehabt. Ich verstehe es nicht. Kurz den Controller weglegen. Und ja. Oh, ich kann es überspringen. Wow. Sie haben was Neues eingeführt. Also ich muss auch ehrlich gesagt sagen, es war gerade kein Lag, aber. Es ist halt relativ schwer zu sagen, ob da jetzt noch was kommt oder nicht. Und wie gesagt, gestern hatte ich halt relativ oft die Lags. Und das nimmt halt relativ viel Fahrspaß im Spiel. Oder das nimmt allgemein Spielspaß weg. Wenn ich mich darum kloppen muss, dass ich vernünftig im Ziel landen kann. Und das ist nun mal gerade so der Fall. So, wir können mal wieder eine Runde Golf fahren. Ja, es ist gerade ein bisschen nervig, weil ich momentan wirklich am Kämpfen mit mir selber bin. Ob es jetzt sein lassen soll oder nicht, weil es macht ja Spaß, es macht Spaß. Es macht Spaß, das ist, möchte ich auch nicht bestreiten, ja. Das Problem ist einfach nur, dass es auch wirklich nicht zeitraubend ist, sondern es ist nervenraubend teilweise, wenn du wirklich
hammergeil Runden fährst und dann merkst, alles klar, irgendwie kommst du nicht weiter, weil. Und dann eigentlich schon jedes Rennen. Was ist denn das? Normales Rennen? Ich glaube, normales Rennen. Und dann eigentlich jedes Rennen abbrechen möchtest. Aus diesem Grund. Ich glaube, ich bin diese Strecke noch nie gefahren. Kann das sein? Kann das sein? No way. Hat da gerade einer Yo gesagt? Yo! Wir fahren mal rechts rum. Woo. Und der hinter uns holt. What the fuck? Okay, mit der Kurve habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Ich gucke wieder viel zu selten auf den Minimap. Das kennen wir ja mittlerweile wieder von Need for Speed. Oh mein Gott. Ich habe gleich keinen Auspuff mehr. Scheiße. Kein Auspuff mehr. Warum soll das halt? Weil ich richtig kacke fahre. Wieder eine Haarnadelkurve. Na, okay, war es viel zu viel Haarnadel. Mehr Haarnadel als Kurve. Oh. Ja, und am Wochenende, bis heute, weil für mich ist noch Sonntag, war Formel 1 in Monza und ich muss sagen, spannend war das Rennen nicht, weil Vettel von Anfang an dominiert hat. Und, weiß nicht, also. Natürlich, du Idiot. Da kommt der nächste Idiot. Und ich muss ehrlich sagen, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Webber Alonso gar nicht angreifen wollte. Weil irgendwie blieb der die ganze Zeit schön auf Distanz. Ist zwar immer wieder rangekommen, aber er wollte einfach nicht überholen. Zumindest sah das für mich so aus. Weil Webber hatte eh keine Chance mehr auf die WM. Webber und Vettel werden eh keine Best Friends mehr. Und ja, weiß nicht, auf jeden Fall hatte ich so das Gefühl. Kann natürlich auch wirklich jetzt daran liegen, dass ich voll falsch liege. Natürlich war das eine Bande. Da bin ich, glaube ich, mittlerweile Champion drin. Siehe die X-Street-Rennen von Need for Speed. Jede Bande mitnehmen, die man mitnehmen kann. Ja, wie gesagt, das Rennen war nicht ganz so spannend. Start, Zielsieg von Vettel. Und damit ist er eigentlich schon fast wieder Weltmeister. Tunnel sind wir auch fast. Da Hamilton sich dann doch nochmal gut nach vorne kämpfen konnte. Raikönen, ja, gut. Die Startkollision würde ich ihm nicht zuschreiben, weil Perez ist ihm halt relativ nah vor die. Oh, ist ihm halt vor die Schnauze gezogen. Direkt am Start und dann geht es halt auch schon voll in die Eisen. Dann kannst du auch nur noch voll in die Eisen steigen und beten, dass er halt nicht triffst. Raikön hat getroffen, hat mal keine Punkte im Rennen gemacht. Ich meine, er ist Elfter geworden. So wie er gestartet ist. Da ist er doch Zehnter geworden. Aber selbst Zehnter sind keine Punkte. Zumindest nicht, wenn du um die WM fährst. So, also würde ich mal behaupten, ich weiß auch gerade den Zwischenstand jetzt nicht von den Punkten, ja. Würde ich mal fast behaupten, es gibt nur noch einen Verfolger und zwar Alonso. Aber, und Hamilton. Ja, es sind zwei Verfolger. Aber Alonso hat die WM ja schon eigentlich aufgegeben gehabt. Weil er gut, hat er nicht, aber wieso kann er mich hier bauen? Also wir sehen, es leckt doch schon wieder. Obwohl es nicht leckt ist, weil, keine Ahnung, der ist die ganze Zeit hinter mir und übelt sich vor mir. Warum? Erstmal, na toll. Du stehst auf die, na komm rum. Komisch, warum hängt der Auspuff denn immer noch dran? Ja, was soll ich da jetzt ehrlich gesagt zu sagen? Also, da brauche ich nichts mehr zu sagen zu diesem Spiel hier, oder? Ich komme auch nicht dran. Der fährt ohne Spaß einfach nur weg. Der überholt mich, wo es gerade eigentlich nichts zum Überholen gibt. Na, natürlich. Wand mitnehmen. Wieder meine Güte. Alles klar. Dreimal die Wand mitgenommen. Gut. Kein Wunder, dass es nicht aufholt. Wenn ich immer gegen die Wand fahre. Ja, aber wie gesagt, das ist für mich gerade hier ein bisschen strange. Warum, wieso, weshalb? Ich einfach nach hinten gereicht werde. Ich weiß es nicht.
I don't know. Fragen über Fragen, die ich ehrlich gesagt auch nicht beantworten kann. Weil es nun mal ein ganz klein bisschen nervig ist. Ja, und wir sehen, keine Ahnung, warum der hier so lange in dieser Lobby bleibt. Warum? Ich verstehe es nicht. Gut, natürlich kann man die Punktevergabe schon überspringen. Das habt ihr toll gemacht. Dafür kriegt ihr auch ein bisschen Applaus. Aber auch nicht viel mehr. Und, oh mein Gott. Ich spiel das Spiel im Fenstermodus. Und bei Skype nerven die Leute mich schon. Ich weiß nicht warum. Warum macht ihr das? Nicht immer, wenn ich aufnehme. Immer, wenn ich aufnehme. Nervt ihr. Zum Glück habe ich dieses Tüdü ausgestellt. Das wäre jetzt noch nerviger. So, mal gucken, was wir jetzt wieder haben. S1. Vier Runden. Rennen. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Was habe ich eigentlich hier noch? Ich glaube, den habe ich den Mustang freigestellt oder habe ich den. Muss ich gleich mal gucken. So, fahren. Ja, Renntyp ablehnen, definitiv, weil Rennen ist Kacke. Ja. Sehen die anderen leider nicht so. Aber die haben auch anscheinend keine Probleme, wenn ich mir das so Level 81, Level 62, 41. Profilanzeigen. Na, das wollte ich eigentlich nicht. Was habe ich denn hier? Den Chevrolet. Sollen wir mal den Chevrolet fahren? Gewicht. Ja, wir fahren einfach mal den Chevrolet. Schaden kann es nicht. Ich kann halt nur richtig Kacke fahren. Weil das ist ja eigentlich mal ein Driftcar. Wobei Driften ich auch schon lange nicht mehr gefahren. Wäre mal wieder interessant gewesen. Wir gucken uns jetzt aber erstmal an. Siege bei Playlist 15. Yay. 15 Siege. Oh mein Gott. Durchschnittsplatzierung 5 da. Ja, 351, das war noch mit dem SLR. Jetzt bin ich mal gespannt, wie unsere Driftkarre denn fährt. Ja, gut, so lustig ist das jetzt gerade nicht. Aber ein V8-Sound ist natürlich auch schön. Also gut wegkommen geht einigermaßen. So. Die bekämpfen sich und ich komme natürlich. Erstmal der BMW. Geh weg, du. Der im Kopf. Vielen Dank dafür, dass du mich weggebracht hast. Natürlich. Natürlich. Natürlich, wollt ihr mich irgendwie verscheißern oder so? Jetzt weiß ich, warum ich die Karre eigentlich nicht fahre. Also die ist wirklich heavy zu fahren. Weil Lenken plus Bremsen ist hier schon mal gar nicht, wie wir sehen. Aber das ist eigentlich auch nur Gewöhnungssache. Da muss ich mich eigentlich mal wieder dran gewöhnen. Aber da ich ja Golf verwöhnt bin, ist das hier was schwerer. Okay. Werde ich dann vielleicht doch bremsen und lenken sollen. So wie der BMW das gemacht hat, wollte ich das ja auch machen. Ich war dann nur der. Wow! War dann nur der Vorführeffekt. Vollgas jetzt. Zeig, was du unter dem Motor hast. Unter der Haube, immerhin schon das Killer. Was ist denn schon wieder los mit mir? Aber war die Arbeit gar nicht so anstrengend. Nur dreckig. Aber das ist eine andere Sache. Ja, Sonntagsarbeiten ist immer sehr unlustig. Vor allem, wenn Hangover 2 im Fernsehen läuft, den ich bisher ehrlich gesagt noch nicht gesehen habe, genauso wie Hangover 3, wäre eigentlich mal angesagt. Aber es müsste ja Hangover 3 bald auf Blu-ray geben. Das ist dann schon wieder eine neuere Anschaffung, die man tätigen kann. So. Irgendwie komme ich wirklich nicht näher. Wir fahren hier wirklich nur im Kreis und ich fahre die ganze Zeit mit diesem kacken einfach BMW her. Na komm schon, Mustang. Zeig, was du drauf hast. Ja, vielleicht nicht rausfahren. Ja, da hätte vielleicht Zeit drin sein können, aber ich hab's verkackt.
Ja, also einholen werde ich ihn nicht, leider. Weil die Strecke auch nicht allzu lang ist. Aber mal wieder Vierter geworden. Mal wieder unter der Durchschnittsplatzierung kommen. Ein bisschen über Grün drehen und dabei beinahe abgekürzt. Nee, doch nicht. Ich dachte schon. Aber der BMW hat abgekürzt. Komm schon. Nein! Ach, verdammte. Ja, sehr dumm gelaufen. Sehr dumm gelaufen von mir. Ich hätte einfach nur rausziehen sollen. Aber stattdessen bin ich einfach stumpf auf das Heck gefahren. Disqualifiziert und ausgeschieden. Aber ich muss ehrlich sagen, dafür, dass ich dieses Heckding eigentlich nicht mag, doch ganz okay. Aber wir waren schneller als der Pole vor uns. Den hätten wir eigentlich besiegen können. Aber was soll's. Ladescreen mal wieder 5 Stunden lang. Ja, okay, dafür haben wir jetzt die Punktevergabe bzw. die Erfahrungsvergabe abkürzen können. Sorry, aber nee. Das bringt mich jetzt auch nicht weiter von der Zeit her. Dauert einfach hier alles viel zu lange. Vor allem, wir kriegen aber wieder keine RP. Wow, wir sind jetzt unter der 15. Oh, natürlich, S4. Ja. Da, bin ich raus. Mehr oder weniger. Natürlich fahre ich jetzt die S4. Aber die S4, ist ein bisschen nervig, würde ich mal so behaupten. Aber, jetzt müsst ihr einen trinken, denkt dran. Zumindest für die Leute, die How I Met Your Mother kennen. Und wir haben ein bisschen Kohle. Wir könnten uns eigentlich mal wieder ein neues Auto kaufen. Falls ich denn nochmal Grid aufgreifen sollte. Also wie gesagt, die nächsten 2, 3 Montage wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Es könnte sogar wirklich noch sein, dass ich mir dann doch nochmal ab und zu antue. Aber das werdet ihr ja dann sehen. Ich möchte euch jetzt nichts versprechen. Weil ab und zu überkommt mich dann mal wirklich die Lust, nochmal eine Runde Grid zu spielen. So wie gestern zum Beispiel. Halt auch mal ohne Aufnahme. Und wenn man dann irgendwie motiviert ist, könnte man ja auch vielleicht die Aufnahme einfach mal nach dem Rennen starten. Und dann hätten wir wieder eine Grid-Montagsaufnahme. Mal gucken, gegen was für ein Auto ich fahre. Ja. Ein Königseck. Wenn man sonst nichts zu tun hat, fährt man mit dem Königseck gegen Anysix. Ja. Vielen Dank dafür. Alles klar. Sehr geil. Das ist doch nett. Oh, es war sogar ein Pagani Huayra. Es tut mir sehr leid, dass ich jetzt so dass ich so gelacht habe, aber ohne Spaß. Ohne Spaß. Also, das war jetzt richtig lustig. Also, die fahren ja auch irgendwie ganz vorsichtig. Ja gut, ist ein SLR, kann ich verstehen. Nee, keine Ahnung, warum der auch immer disqualifiziert worden ist, aber der dachte, dass das Rennen ist kaputt. Ich möchte gerne jemand anders zusehen. Ich möchte gerne zuschauen. Kann man das doch mit. Ach, da ist ein Glück. Ich bin auch den PS3-Controller ab und zu mal gewohnt. Guck mal, wie Crazy B fährt. Crazy B, was hast du? Ist das der Königsherr oder ist das auch ein. Ne, ist auch ein Dingensbombens hier, wisst ihr? Ist der erste oder ist der zweite? Erster, ach da. Da kommt der Königsweg. Schnelle Hase wurde disqualifiziert. So, das heißt, es fährt nur noch die 2, oder? Gehe ich mal von aus. Ist cooles Tagfahrlicht, da muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, sieht ganz cool aus. Gegen wen fährst du denn? Gegen Rigor. Er fährt sogar einen Bugatti. Den Bugatti Veyron.
Gott, hat der einen billigen Auspuff, der Bugatti. Wie hat denn der den jetzt überholt? Es kommt auch, wenn man auf den Auspuff guckt, anstatt aufs Rennen. Schneller Hase verlässt die Liste. Okay, schade. Schade, dass ich hier nicht irgendwie die Flaggen sehe. Aber der fährt mit dem Bugatti eigentlich relativ gut. Zumindest sehe ich das jetzt mal so. Alter, ich sehe gar nichts am Licht. Sind das da Zahlen unten oder sind das die Blinker, die da unten so an der Karosserie sind? Oh, jetzt fährt er wieder zu langsam. Fahr mal ein bisschen schneller. Wir wollen den Heckflügel sehen. Komm, fahr raus. Heckflügel, fahr raus. Da ist er. Ach, da war er. Ich glaube, der ist jetzt wegen dem Bremsen wieder rausgekommen. Warum sollte er beim Bremsen rauskommen, der Flügel? Ja, alles klar, der kommt wirklich nur zum Bremsen raus. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist ein sehr komischer Heckflügel. Oh, Junge. Rigor wurde disqualifiziert. Warum das? Ich verstehe es nicht. Das war doch der Königseck. Der sah aber relativ aus wie der Pagani. Sehr komisch. Sehr komisch, aber wahr. Ja, ich bin da jetzt gerade mal ein bisschen überfragt, wieso das hier gerade alles ein bisschen komisch war. Warum, wieso, weshalb mein Gegner disqualifiziert worden ist. Immerhin haben wir wieder kaum was an Erfahrung gewonnen. Nicht, bitte nicht schon wieder. S2 Zeitfahren, das? Ja. Das nehmen wir definitiv noch schön mit. Würde ich mal so behaupten. Dip. Ja, komm. Vor allem, warum bin ich jetzt gelb? Was soll denn der Müll? Nee, wir behalten uns Zeitfahren. Aber ich möchte nicht in Barcelona fahren. Das ist mir viel zu spanisch. Lustig. Ja, jawohl. Kommt, drei noch, Leute. Drei? Schwer? Na. Gut, dann fahren wir also doch in Barcelona. Die Frage ist, welches Auto nehmen wir? Wir nehmen den Nissan. Den Nissan. Der Performance Golf wäre natürlich auch mal eine nette Idee gewesen, aber nein. Der Crazy Bee fährt mit dem Performance. Ja. Ja, es ist wirklich ab und zu mal wirklich eine nette Sache, dass sie auch neue Autos reinbringen, aber ich habe ja schon gesagt, die sollten sich mal lieber darum kümmern, dass das Spiel vernünftig läuft. Weil das ärgert die Leute dann ein bisschen weniger. Ach stimmt ja, wir haben mal unseren extrem gestalteten Entschuldigung, Nissan. Oh nein, ich hasse es, in so Rennen reinzusprinten. Ich hasse es. Ja. Ich muss mich an die Karre definitiv erstmal wieder gewöhnen. Erstmal viel zu weit vor. Du glaubst auch nicht, dass du an mir vorbeikommst, oder? Du weißt zwar, dass es Zeitfahren ist, aber alles, was dich Zeit kostet. Ja, das hat sich jetzt gerade überhaupt nicht gelohnt. Weil ich mich mitgedreht habe. Ja, aber wenn die Sau fährt mit hinten rein. Ja, sie hatte es vor, die kleine Sau. Diese kleine Sau, ich wusste es. Oh, er fährt innen. Ich glaube, innen wäre sogar die No way! Bessere Wahl gewesen. Oder auch nicht. Toll. Meine Heckklappe. Oh, okay. Vielen Dank. Meine Heckklappe ist wieder zu. Ich wollte gerade sagen, meine Heckklappe ist auf. Aber das hat sich ja relativ schnell erledigt. Ja, jetzt werde ich erstmal wahrscheinlich auf den letzten Platz durchgereicht.
Oder vielleicht auf den vorletzten. Weil ich mich ja mit einem geprügelt habe, der dann. Der hier, der Rigor. Ey, auch bis. Ach, komm schon. Fang dich, Auto. Wo bist du denn? So, wieso? Warum werden die denn immer unsichtbar? Ja, wir fahren jetzt auch mal ein. Weil er hat definitiv Zeit gut gemacht auf uns. Wenn er sich nicht gedreht hätte, hätte er vielleicht sogar eine sehr gute Zeit bekommen. Autsch. Ja, ich verbessere mich hier keines bisschen. Keineswegs, wollte ich sagen. Keines bisschen. Dennismus kacke. Wow, erstmal wieder alle Banden mitnehmen, die wir kriegen. Weil die sind ja umsonst. Komm rum. Ich brauche Nuss. Okay, wir sind mittlerweile 6 da. Ja, wir kriegen aber auch keine wirkliche Runde hin. Und das ist das Schlimme daran. Wir müssen eigentlich bei den Kunden. Nee, ich fahre jetzt mal nochmal außen. Wobei ja, wie gesagt, innen ist Zeit gut machen. Außen ist, ja, innen reinfahren. Ja, der war irgendwie nicht lustig. Und da ich nicht mehr ganz so viel Zeit habe, wir bleiben auf 6. Das gibt's nicht. Ach komm, hör auf die Wand. Die Wand. Oh, deutsche Sprache, sehr schwere Sprache. Muss man schon sagen. Vor allem, wenn ich am Mikrofon sitze. So, die Kurve war doch mal ganz okay, würde ich jetzt mal so machen. Was kommt denn von da hinten? Oh nein, die Haarnadelkurve. Die halbe Haarnadelkurve. So, und damit wir jetzt nicht wieder nach innen reinfahren, fahren wir direkt innen raus. Ja, ein Wortspiel. Ein sehr unlustiges Wortspiel. Ach, die war ganz okay genommen, die Kurve. Wir haben uns von 7 wieder auf. Naja. Wir haben uns von 7 wieder auf 7 hochgefahren. Sehr unlustig. Nein! Nein, ja. Das kostet wieder verdammt viel Zeit. Kurve war mal wieder gut. Was mal wieder. Ich kann auch sagen, ausnahmsweise. Und gib Gas, mein Freund. Dass wir zumindest nicht letzter werden, aber der hat 8 Sekunden hinter. Der hat 8 Sekunden Rückstand, aber letzter werden wir definitiv nicht. Kampo. Muss die Runde noch zu Ende fahren. Vielleicht reicht es für Platz 6. Jawohl, es reicht für Platz 6. Okay, die Golf Air Performance wäre natürlich eine sehr gute Idee gewesen. Mal gucken, was der Chevrolet noch heißt, aber der ist ein hochgezogenes Ding. Das hätte nichts gebracht. Das hätte nichts gebracht. So. Es ist wieder soweit, meine Freunde. Es ist auch schon wieder vorbei. Es hat mal wieder Spaß gemacht. Bis auf das eine Rennen, was halt mal wieder viele Nerven gekostet hat. Und wie es Montag aussieht, nein. Also wie gesagt, nächsten Montag definitiv nein. Da wird es keine Grid-Folge geben. Wie es dann weiter aussieht, müsst ihr euch leider ein bisschen gedulden. Oder ihr schreibt mich halt mal kurz an. Zum Beispiel jetzt am nächste Woche Sonntag, also beziehungsweise ja doch, nächste Woche Sonntag. Und Session und Party verlassen. Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz meine Fahrzeuge. Fahrzeugschaulung. Bei der 1. Finden wir uns rein theoretisch.
den BMW E30 EvoSport kaufen. Hier haben wir, glaube ich, auch mittlerweile alle freigeschaltet. Bei 4 haben wir noch gar nichts freigeschaltet. Was haben wir hier so freigeschaltet? Auch relativ viel. Deswegen lernt man so schlecht aus. Wir könnten uns noch ein bisschen was kaufen. Aber das lassen wir. Ja. Ja, meine Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein bei Need for Speed um 12. Danke fürs Zuschauen und ciao.